Ich begrüße euch wieder ganz recht herzlich zurück zu Assassin's Creed. Wir haben in der letzten Folge, ja zum Ende der letzten Folge haben wir ja noch unseren Auftragsmord erledigt. Wir wollen uns also heute dann nach Jerusalem aufmachen, um dort den sechsten Mord zu begehen. Aber so langsam merkt man auch, nein bin ich nicht, so langsam, sorry. So langsam bekommt Alter ihr doch das Zweifeln, ob es das Richtige ist, was er hier tut. Und ich glaube sogar, dass er jetzt in Jerusalem auch nochmal, dass man es denn richtig sieht. Ah, verdammt. Was soll's. Gut, was. Ja, was. Großartig werden wir ja heute nichts machen. Wir werden ein paar. Umherpferdchen. Wir werden uns ja wie immer ein bisschen umhören und. Um uns dann in der nächsten Folge den Auftragsmord hoffentlich entgegenstellen zu können. Weil was anderes ist es ja momentan auch gar nicht, was wir überhaupt machen. Aber es wird jetzt immer schwieriger. Ich glaube, wie wir am Anfang waren, da brauchen wir höchstens zwei Informationen, um den Mord beginnen zu können. Und jetzt brauchen wir ja schon drei. Ich glaube, nachher sind es vier oder fünf. Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Sprinten Sie, um Gegner abzuhängen, und springen Sie durch Marktstände, um der Menge auszuweichen. Ja, sprinten, um den Gegner zu entkommen. Manchmal sind die mit ihren Waffen trotzdem schneller als ich. Deswegen. Sorry. Ja, Jungs, ihr steht hier immer so fein im Weg. Was ist denn da? Ist auch egal. Das soll es nicht interessieren. Aber was ich immer mal wollte, ist einmal so um die Mauern herumlaufen, aber das war nie möglich. Hoppala. Ach, das ist mir doch egal. Gut, ich könnte die Leutchen da nehmen, ja. Aber ich finde diese Art cooler. Hui. Gut. Wir sind jetzt noch ein bisschen entfernt. Ich liebe es hier. Ja, also so wie ich das sehe, gar nicht. Aber ich muss trotzdem nach oben. Und wenn Alter ihr nicht ständig nach rechts abhauen würde, warum er das auch immer macht, würde es definitiv schneller gehen. Also wo hat er mich denn jetzt bitte schön gesehen? Oh, aber das ist eine Fahne. Die hole ich mir trotzdem mit. Auch wenn ich nicht so wirklich hinter dem Fahnen hinterher bin und rund höre auf zu meckern. Will ich sie trotzdem einsammeln. Ich bin kein Bauer, ich bin ein Assassin, also halt die Schnauze. Oh, da ist noch eine Fahne. Sag mal, bekomme ich die jetzt eigentlich nach dem anderen?
Ich würde sagen dort. Wow! Ich habe schon gedacht, jetzt fliege ich runter. So. Friede sei mit dir, Malik. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute? Al-Mualam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al-Dins Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid ad-Din hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht, wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. Oh, bleib mal ganz ruhig. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen freundlich zu dir. Und wie dankst du es, indem du einfach so scheiße bist zu uns? So. Das sieht ganz so aus, als wären wir ins... Leute, das fällt mir ja jetzt gerade auf. Wir waren ja anfangs im Nobelviertel. Das heißt, entweder das Bürgerviertel. Entweder das Armviertel oder das Bürgerviertel. Irgendwo müssen wir ja hin. Na, komm hoch, Alter, ihr! Mich würde wirklich interessieren, wo. Ich sollte mir wirklich angewöhnen, die Leute zu retten. Denn die Leute, die dann da kommen, werden mir eines Tages, oder besser gesagt, später mal helfen, zu entkommen. Aber da ich ja ein kleiner Faulpelz bin, werde ich das wohl eher nicht machen. Aber was soll's. Bis jetzt bin ich auch immer so entkommen. Hat zwar immer ein bisschen gedauert, aber ich bin entkommen. Das soll wirklich das Nobelviertel sein? Das kann ich noch nicht so glauben. So, wir brauchen trotzdem mal die Karte. Ja, das ist jetzt schwer zu versagen, ob ich jetzt ins Armviertel oder ins ins Bürgerviertel muss. Wir düsen einfach mal weiter Richtung Bürgerviertel. Dazu sollte ich vielleicht mal in eine andere Richtung watscheln. Werde dir die Hände abschlagen. Und Schluss jetzt. Leg dich hin. So. Oh, sieht ganz so aus, als wenn wir hier ins Armviertel müssten. Gut, wo haben wir denn den... Da haben wir den nächstgelegenen Aussichtspunkt. Gut. Ha, da haben wir schon zwei Sachen. Wie viel muss ich denn haben? 3. Ganz gut.
Das wären dann insgesamt zwei Sachen. Und oh, beides Taschendiebstahl. Lalalalala. Ihr ließet mich rufen, um mich zu sprechen. Majdadin plant eine weitere Hinrichtung. Wir müssen dafür sorgen, dass alles glatt geht. Es ist meine Pflicht zu dienen. Bring das Dokument, das ich dir gab, zu deinem Meister. So weiß er jederzeit, wo meine Männer sind. Und eile dich. Wir können uns keine Verzögerungen erlauben. So wird es geschehen. Ihr habt mein Wort. Gibt es noch etwas? Wir haben Grund zu der Annahme, dass sie in der Stadt sind. Majdadin fürchtet um seine Sicherheit. Fürwahr, ich kann es verstehen. Ein Mann in seiner Position hat viele Feinde. Eure Recken werden ihn schon schützen. So Gott will. Naja. Er wird sich nämlich nochmal umdrehen. Verdammt. Hab dich. Das wäre Nummer 1. Alter, wie geil wäre das denn, wenn ich das in dieser Folge noch alles hinkriege? Das wäre ja wohl übelst nice. Hi Jungs. Ach, Fahrt. Das ist gar nichts seltsam. Alter, du hast mich ohne Grund angegriffen. Das kann ich nicht dulden. Bam. Na? Komm. Boom. Mach mich mal bitte weg hier. Lalalalalala. Ja, it's magic, mein Lieber. It's magic. Alter, was soll denn das eben? Du sollst den da. Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute. Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Majdadin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahadins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt, gehen wir an die Arbeit. Er dreht sich nochmal um. Hab ihn. So. Wollen wir uns mal den nächsten Aussichtspunkt krallen? Aber ich glaube, ich werde mir eher diesen krallen hier. So. Dann nehmen wir doch mal gleich die Abkürzung. Halt doch den Sappel. Gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. So.
Wo denn, das hier oben? Ja, dann... Ah! Sieh an. Ja, ich bin ja schon unten. Ja, zwei Sachen haben wir hier. Da ich die Sachen aber als schwierig erachte, das kann auch sagen, dass ich mir einfach nur zu blöde anstelle bei diesen Sachen. Deswegen werde ich lieber die Befragung nehmen. Denn keiner von uns ist über die Versuchung erhaben. Sollten Sie dem Gesetz zuwiderhandeln, wie unwichtig es auch scheinen mag, müsst ihr sie melden. Eine kleine Schandtat heute führt schon morgen zu größeren Verbrechen. Majd Adin hilft euch. Tretet nur vor, damit er ihren Namen erfährt. Es ist keine Schande, Namen zu nennen, die Namen derer, die das Gesetz brechen. Ohne unseren Glauben sind wir nichts, ohne seine Regeln und seine Leitung. Diese zu missachten, heißt, den zu missachten, der uns alle leitet. Ein solches Verhalten kann nicht geduldet werden. Ja, das glaube ich dir. Das Beste ist ja, dass sie bei Schlägereien nicht eingreifen. Und deswegen kann ich mir in Ruhe einen Platz suchen. Den ich für schön halte. So wie hier. Dafür werdet ihr bezahlen. Das ist nicht richtig. Genug. Ich atme noch. Also dürstet es euch nach mehr als nur meinem Leben. Was ist es? Kennt ihr Majd Adin gut? Besser als die meisten. Er scheint mir ein wenig zu rechtschaffen. Ist ihm das Gesetz wirklich so wichtig? Was glaubt ihr? Ich glaube, er verbirgt etwas. Und ihr werdet mir davon erzählen. Es ist ein Deckmantel. Männer wie wir sollen Angst verbreiten. Den Leuten das Fürchten beibringen. Die, die er tötet, sind keine Verbrecher. Aber gefährlich sind sie allemal. Gefährlich für wen? Für seine Pläne. Ihre Pläne. Ja, er spricht von anderen, mit denen er zusammenarbeitet, für die er arbeitet. Ich weiß es nicht. Aber sie brauchen diese Stadt. Sie zu kontrollieren bedeutet ihnen viel. Warum? Das müsst ihr ihn selbst fragen. Geht zu einer seiner Hinrichtungen. Dort ist er am gesprächigsten, wenn er sich ans Volk wendet. Die Hände voller Blut. Dann sind wir fertig. Ja. Ja, dann heißt jetzt unser Ziel wieder zurück. Zurück zum Assassinenbüro. Und wir nehmen den Weg hier. Alle, hoppala. Bloß schnell zurück. Du wirst gleich staunen, wer hier ein Bauer wird. Na gut. Dann gehen wir halt so lang. Oh, bloß nicht da rein. Es gibt immer einen Grund. Man muss ihn nur finden. Ei, ab. Dieb, elender Lump. Ihr könnt nicht entkommen, Alter. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ob ich hier erwünscht bin oder nicht, das entscheide immer noch ich. Und da unten ist eine Pfanne, aber die will ich jetzt nicht haben. Och,
Mit mir stimmt so einiges nicht. Aber das muss ich dir ja nicht unbedingt auf die Nase binden. Täusche ich mich oder hat er das nicht angenommen? Nein. Und wenn. Ja, das ist wieder typisch für euch. Jeder andere, der. Wow! Doch. Es gibt immer einen anders. Und selbst den muss man finden. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los! Jerusalems Regent Mashd Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Mashd Adin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. Ja, genau so sieht's aus. Dem werden wir keine Chance geben. Dieser Typ ist sowas von fällig. Und ich will jetzt gerne rausgehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Gut, diesen Auftrittsmod werden wir allerdings nicht mehr in dieser Folge machen. Oh, da müssen wir hin. Na gut, das werde ich mir schon mal für die nächste Folge markieren. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu Assassin's Creed. Wenn wir dann diesen Typen Mundtoten machen, werden wir mal... Werden wir es mal ein bisschen freundlicher ausdrücken. Ich wünsche euch dennoch einen wunderschönen Abend und haut rein. Ciao.